Heute gucken wir uns mal Blood Dome 99 an, also ein Bullet Heaven, welches in den 80ern spielt, beziehungsweise auf die 80er Arcade-Spiele, also solche Spielhallen, die es halt früher gab, sich da halt Inspiration geholt hat. Wir gehen mal direkt rein, hier Enter the Dome, und hier sind wir direkt in der Hub-Area. Wir haben halt verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Twitch-Integration. Das heißt, hier können wir halt auswählen, dass die Zuschauer, und wenn man halt auf Twitch streamt, die Zuschauer können dann auswählen, welche Buffs, also welche Gegenstände bzw. welche Waffen wir dann kriegen. Dann gibt es hier einen Hinweis auf Blood Dome Classic, also der Vorgänger von Blood Dome 99. Das ist eher in Schwarz-Weiß, nicht eher, sondern das ist Schwarz-Weiß, das Spiel. Und es ist halt eher klassisch, das heißt, es ist weniger schwer, es ist einfacher, es ist, und vor allem ist es Free-to-Play. Denn Blood Dome 99 kostet zurzeit 2,39 Euro, also um 20% ist es gerade billiger und normalerweise kostet es halt knapp 3 Euro. Hier können wir noch bestimmte Einstellungen vornehmen, sei es zum Beispiel Leute mit Epilepsie können hier dieses Bildschirmflackern ausstellen, damit die halt zum Beispiel keinen Anfall kriegen. Dann kann man die Durchsichtigkeit bzw. die Undurchsichtigkeit vom Blut einstellen, wenn man das halt nicht mag, damit man mehr vom Bildschirm sieht. Man kann die Crosshair Size, also damit man weiß, wohin man zielt, Fadenkreuz größer und kleiner stellen und a Screen Shake, also das Wackeln vom Bildschirm, sage ich jetzt mal, einstellen. Wir machen das mal alles hoch. Ich weiß noch nicht, was ich davon jetzt brauchen werde oder wie ich das... ja, genau, wie ich das mag. Was ist das hier noch? Achso, okay, das ist einfach der Discord. Und hier werden wir bestimmt dann Buffs bzw. irgendwelche Gegenstände und Zusätze halt haben. Hier können wir dann verschiedene Musik... Themen auswählen. Zurzeit haben wir ja nur eins. Ich denke mal, wir werden dann später auch mehr freischalten. So, dann gehen wir mal direkt rein. Das ist halt auch wie eine Arena letztendlich. Also ihr hört es ja auch, dass man halt auch einen Sprecher hat. Und laut Entwickler handelt das Spiel halt auch um Kapitalismus, Brutalität und allgemein halt Gewalt. So, okay. Wir haben, hallo? Okay, also mit Leertaste können wir... Ach so, okay. Ich war gerade übelst verwirrt, ich brauche ja erstmal eine Waffe. Okay, also wir können entweder eine SMG nehmen, eine Katana oder eine Pistole. Okay. Ja, probieren wir erstmal mal... Probieren wir mal die SMG. Oh ja. Also das erinnert halt wirklich sehr, sehr, oder ist halt sehr, sehr typisch von, also Arcades, die man halt aus den 80ern und 90ern kennt. Ich bin ja damit auch teilweise aufgewachsen. Allein halt, wie die Waffe aussieht. Die Waffe ist nur so ein Dreieck, ne? Also es ist natürlich komplett Pixel. Aber das Style ist auf jeden Fall ganz cool. So. Das SMG hat nicht so eine große Reichweite, merke ich. Alter, meine Fresse. Ja, ewig. Unten, das müsste die Experience Bar sein. Also die Orangene da, die ziemlich riesig ist, muss ich sagen. So, das heißt, wie bei jedem Bullet Heaven oder so, oder Bullet Hell Spiel, je nachdem, welches man mag, kann man ja dann nach einem Level immer irgendwelche Perks, also sag ich mal Buffs auswählen. Und jetzt haben wir was? Pickup Drops from Far Away, das ist genau wie ein, also so ein magnetisches Teil, sag ich mal. Hier ist es bloß als Staubsauger. Das heißt, für 1500, achso, okay, das ist auch noch vom Geld abhängig, was wir abgehoben haben. Das heißt, wir haben 2700 und können jetzt, okay, von der SMG können wir den Schaden erhöhen und die Größe der Projektile, oder wir bewegen uns schneller. Ja, wir machen erstmal ein bisschen Damage. Die Projektile sind auch super witzig. Also wenn man die Maus hier so bewegt, sieht man ja, die fliegen so komplett random. Also die haben nicht ein, sag ich mal, wie kann ich das sagen? Also die SMG hat wirklich auch ein Spray. Ne? Also ihr feuert nicht komplett geradeaus. Das heißt, wenn ich hier nur in eine Richtung ziele, seht ihr ja, es fliegt nach links und nach rechts. Finde ich ganz cool. Ist ja auch typisch für so eine Waffe. Für so eine Uzi, ist ja beim Militär, sag ich mal, war die sehr, sehr beliebt früher und wurde auch nur discontinued, sag ich jetzt mal. Also die wurde halt
dann lange nicht mehr benutzt, einfach weil die ist nicht genau die Waffe. Also die ist super ungenau. Die schießt zwar übelst schnell, aber ist übelst ungenau. Und das sieht man ja hier schön. Das ist, sieht definitiv wie eine Uzi aus. So, Increase SMG Damage und Bullet Size, also wieder genau das gleiche für 4000. Schneller bewegen oder die Reichweite und die Genauigkeit erhöhen. Okay. Wir machen mal kurz schneller bewegen erstmal. Denn ich merke auch zum Beispiel bei Halls of Torment, ist ja einer meiner Lieblingsspiele ist dieses Jahr. Und einer meiner Lieblings-Bullet Health, Bullet Heaven spielen. Dass man da halt immer Bewegungsgeschwindigkeit braucht. Und wenn man dann nicht genug davon hat, dann stirbt man halt ziemlich schnell. Beziehungsweise spätestens halt beim Boss. So. Okay. Oh, scheiße, das war grad. Oh, nice. Krieg jetzt. Ah, ich muss sie erstmal hier irgendwie töten. Krieg ich jetzt eine neue Waffe? Okay. Okay, man kann auch einen Kredit wählen. Okay. Das heißt, man geht halt, man kann einen Kredit aufnehmen. Und man muss aber die ganze Zeit Schulden aufweisen. Sonst kann man das halt nicht mehr kaufen, sage ich jetzt mal. Und man kann dann halt auch Waffen kaufen, die man sich vielleicht nicht leisten kann mit dieser Drohne. Das heißt, das Ding, was jetzt angeflogen kam, ist einfach eine Drohne und die droppt halt immer Waffen. Okay, also wir haben einmal eine Rifle oder halt... ich weiß nicht, also können wir das hier mal probieren. So, das ist ein Zusatz, okay. Ich dachte, wir wechseln jetzt die Waffe, okay, das ist gut. Nee, also ein Zusatz finde ich ja super. Wäre jetzt irgendwie langweilig, dass ich schon am Anfang direkt einfach eine komplett andere Waffe habe, die ich theoretisch gar nicht brauche, weil ich komme ja zurzeit mit der SMG noch ziemlich gut klar. Das Einzige, was ich jetzt... Ah nee, okay, ich wollte gerade sagen, das Einzige, was ich nicht sehe, ist mein Leben, aber mein Leben ist so ganz klein da unten. So, was haben wir? Passives Geld sozusagen. 1000 Dollar jede 10 Sekunden. Das ist nicht wenig, glaube ich. So, was haben wir noch? Okay, das ist wieder der Staubsauger oder diese Sniper, die wir halt haben. Was haben wir noch? Okay, also die Geschwindigkeit wird niedriger, aber die Genauigkeit wird höher und die Reichweite der Projektile und nicht die Projektile, sondern nicht auch Reichweite der Projektile und die Geschwindigkeit der Projektile wird größer. Ach so, und wenn man keins auswählt, kann man einfach plus 3000 Dollar nehmen. Okay. Das hört sich zwar auch gut an, dieses Passive, aber ich habe gerade auch ziemlich langsam ziemliche Probleme, die ganzen Gegner zu clearen. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen mal ein bisschen Schaden wieder mit rein. Beziehungsweise Reichweite. Oh Gott. Diese Schnellen sind übelst nervig. Also der Style ist halt wieder fantastisch. Also ich liebe ja sowas, wie gesagt. Also ich liebe ja schon Halls of Torment, was ich ja schon öfters gespielt habe. Aber das ist ja nochmal komplett anders. Also halt wirklich sehr, sehr arcade-lastig. Oh, aber ich merke, die Arena ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Ich bin hier schon am Rand. Das heißt, ich müsste mal hier am besten so schnell wie möglich raus. Oha, jetzt darf ja immer ein Motorradfahrer. Das heißt, da muss ich jetzt auf jeden Fall aufpassen. Boah, okay, das wird jetzt unwitzig, sage ich jetzt mal. Okay, sehr schön. Was ist das? Okay, also Projektile springen von Gegnern ab, sage ich jetzt mal. Denn die SMG macht mehr Schaden, aber ist weniger genau. Ich würde sagen, dieses Abprallen hört sich eigentlich ganz gut an. Weil dann kann ich mehr Gegner treffen. Oh Gott, jetzt kriege ich langsam Schaden. Irgendwie nicht ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, was mir gerade auffällt, dass ich langsamer laufe, also dass ich gefühlt fast stehen bleibe, wenn ich schieße. Das heißt, ich kann eigentlich übelst schnell laufen, aber ich kann währenddessen nicht schießen. Das ist totaler Quatsch, finde ich. Also,
Allein weil das halt, wie gesagt, ein Spiel ist, wo man sich eh übelst viel bewegen muss. Und warum sollte man seine Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen? Also diesen Stat Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen, wenn man sich eh arschlangsam bewegt beim Schießen. Ich finde, das macht gar keinen Sinn. Also, keine Ahnung. Das habe ich schon bei, bei welchem Spiel? Oh, fuck. Das wird jetzt nicht gut. Alter. Boah. Okay, so, jetzt geht's weiter. Was brauchen wir noch? Ja, ich bewege mich schneller. Also, siehst du, das ist wieder... Das ist totaler Quatsch. Warum sollte ich das nehmen? Ich nehme das hier. Genauigkeit wird erhöht und... Oh Gott, die scheiß Motorräder. Ach so, stimmt. Oh, ich habe ganz vergessen, ich kann ja auch noch dashen. Das habe ich gerade wirklich verpeilt. Ich bin übelst dumm. Aber gut, ich spiele es auch zum ersten Mal. Boah, okay. Ich glaube, ich habe jetzt schon verkackt. Ja, aber die Typen werden ja auch übelst schnell. Auto shutdown initiated. Warte, was? Oh Mann, ich bin wieder komplett in der Mitte. Ah, das finde ich... Ja, wie gesagt. Also vom Style und von der Idee her allgemein, dass man halt eher in einer kleinen Halle ist, beziehungsweise in einer Dome, sage ich jetzt mal, wie das Spiel heißt, finde ich cool und halt auch den Style und sowas, aber oh, mich nervt das wieder schon so sehr, dass man einfach nicht schnell läuft. Das macht absolut keinen Sinn. Warum sollte ich stehen bleiben? Warum sollte ich in einem Bullet Heaven oder auch Bullet Hell, ist mir egal, welches Spiel oder beziehungsweise welche Art vom Spiel. Auto shutdown canceled. Das macht keinen Sinn, dass ich aufhöre zu schießen und deswegen dann schneller laufe. Das ist Schwachsinn. Solche Spiele beruhen darauf, dass man die ganze Zeit nur am Schießen ist, beziehungsweise an Fähigkeiten casten, wenn man halt zum Beispiel Magier ist oder irgendwas anderes. Aber dass meine Geschwindigkeit vom Charakter niedriger ist, nur weil ich schieße, ist so ein Quatsch. Das ist ja kein RPG oder weiß ich nicht, das ist ja kein Diablo oder sonst was, wo es ja Sinn macht, ja, wo zwar auch Gegnerhorden sind, aber du hast eine übelst große Reichweite, du hast Fähigkeiten, wie du Gegner halt verlangsamst und alles, das hast du hier alles nicht. Das heißt, du musst hier teilweise einfach, statt den Dash zu benutzen, einfach aufhören zu schießen, dann laufen, dann wieder schießen, dann wieder laufen, dann wieder schießen. Du kannst dich nicht die ganze Zeit bewegen und schießen, was ich hier gerade mache, weil ihr seht ja, du stirbst einfach die ganze Zeit deswegen. Beziehungsweise du kriegst die ganze Zeit Schaden, weil du viel zu langsam bist. Das ist so ein Quatsch. Ich verstehe das nicht. Vor allem, weil ich das in welchem Spiel, oh Gott, wie hieß denn das? Mir fällt gerade nicht ein, wie das heißt. Ich habe das aber auch halt auch schon getestet und das war auch so ein Riesenproblem. Und da gab es aber halt wenigstens Fähigkeiten. So, wir gucken mal. Bullet Heaven, wie hieß das Spiel? Genau. Aether oder Aether, keine Ahnung, wie man das jetzt auf Englisch ausspricht. Aether, was auch immer. Und das war eine Demo. So, und da war genau das gleiche Problem. Also ich bin einfach viel zu langsam. Hier kann man dann auch ganz cool gemacht, dass man halt angucken kann, wie gut die anderen sind. Das heißt, jetzt haben wir halt auch ein paar andere Sachen freigeschaltet. Wir können mal kurz in die Lobby und gucken mal hier in der Vending Machine. Also in der Maschine können wir jetzt hier ein paar Sachen auswählen. Snowblower, okay. Also irgendein Schneebesen sozusagen, bloß halt ein automatisches. Dann haben wir, was haben wir hier? Advanced Targeting, okay. Das heißt, es ist wie Auto-Aim bestimmt. Eine Angriffsdrohne, eine B-Gun, also eine Bienenwaffe. Baseball Cat, okay, das ist nur eine kosmetisch. Okay. Ah, gut, wir haben eh nur 25.000. Ich würde sagen, wir warten einfach, bis wir irgendwas Sinnvolles haben. Oder, ach, keine Ahnung, wir kaufen einfach mal das. Ich weiß nicht, was das bringt. Also, das steht zwar da, Kosmetik, aber. Ich glaube nicht, dass ich das einfach anziehen werde, oder?
Aber wir gucken mal kurz. Fullscreen. Ah, ne, stimmt, wir können ja nicht. Na gut, egal. Wir starten einfach mal nochmal eine Runde. Spielen das vielleicht jetzt ein bisschen anders. Beziehungsweise probieren auch mal eine andere Waffe aus. So, komm, Drohne. So, wir machen jetzt die Katana. Oh ja, die macht natürlich sehr viel mehr Schaden als diese SMG. Das wird sehr viel einfacher. So. Bam. Achso, okay, diese grünen Punkte, die ist mir bisher gar nicht aufgefallen, weil ich irgendwie die ganze Zeit auf die Gegner geachtet habe. Das sind die Erfahrungspunkte, diese kleinen grünen Punkte, die man halt einsammeln muss. So, was haben wir hier? Katana, Reichweite. Hey, Projektile. Pushen Gegner zurück. Oder pushen Gegner noch mehr zurück. Also stoßen Gegner mehr zurück. Okay. Das werden wir vielleicht mal reinmachen. Das ist, je mehr Schaden sozusagen wir nehmen, desto, das hört sich jetzt irgendwie auch deutsch komisch an, aber je mehr Schaden wir nehmen, desto weniger Schaden werden wir nehmen. Das heißt, wenn ein Gegner halt mich angreift, kriege ich sozusagen Schadensreduzierung. Und je öfter ich einen Hit kriege, ja, die Katana ist natürlich super stark. Oh, was? Ich mache sogar diese schnellen mit einem Hit? Wow. Okay. Okay, das ist auch cool. Wir machen mal... Okay, das ist auch cool. Also wenn Gegner mich... wenn Gegner mich angreifen, dann stoße ich die zurück. Oh ja, okay. Diese großen, die brauchen 3 Hits. Oh, fuck. Das war gerade schlecht. So, was haben wir hier noch? Okay, also das, was ich vorhin gesagt habe, trifft vielleicht nicht komplett auf das Spiel zu. Denn hier hat man halt eine Fähigkeit, wo man Bonus-Movement, also Bonus-Bewegungsgeschwindigkeit kriegt, wenn man angreift. So, was kriegt man noch? Speed while firing, Dash Charge, Speed and Katana Attacks. Okay, das ist alles. Also der... sozusagen die Abklingzeit von dem Dash, was wir mit der Leertaste benutzen können, wird auch niedriger und Katana Angriffsgeschwindigkeit wird auch größer. Okay. Gut, dann nehmen wir das. Also bisher sehr cooles Prinzip, beziehungsweise gut, was heißt Prinzip? Es ist halt trotzdem Bullet Heaven, also nichts Neues, was man noch nicht kennt. Aber wie gesagt, ich finde ja die Grafik, Musik einfach sehr, sehr schön. Und ich meine, mein Gott, das Spiel kostet 3 Euro. So. Okay. So. Okay, eine Shotgun. Dann wieder... okay, ja, wir nehmen... ja, wir nehmen die Shotgun. Weil das Gute ist ja, wir haben eine Katana und wir müssen eh nah an die Gegner ran. Und dadurch werden wir natürlich mit der Shotgun auch öfters treffen können. Beziehungsweise besser treffen können. Größere Waffen, Projektile und Explosion. Okay. Okay, Projektile und Miele-Attacken machen mehr Schaden und sind größer. Wir nehmen einfach das hier. Keine Ahnung, was das heißen soll. Oh, ja, okay, das ist wirklich einfach... Die Katana ist einfach größer. Nice. So. Okay. Sehr schön. Okay, nice. Was haben wir hier? 5 Sekunden, nachdem man Schaden nimmt, kriegt man das halbe Leben zurück. Ist nicht schlecht.
Okay, Projektile stoßen Gegner mehr zurück und Feuerrate von allen Waffen wird erhöht. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Das heißt, wenn wir Schaden nehmen, würden wir dann Leben zurückkriegen. Finde ich gar nicht so schlecht an, vor allem wenn jetzt sehr viele Gegner gleich kommen. Müsste ja gleich anfangen. So. Oh ja, jetzt fangen die scheiß Motorräder an. Super nervig, die Teile. Okay, sehr schön. Okay, größere Penetration mit der Shotgun. Was haben wir hier? Schaden und Verbreitung, was ist das? Wieder bitte Katana Geschwindigkeit, aber wir nehmen immer das hier. Sehr schön. Ich finde geil, wie das Blut einfach spritzt. Auch dieses viereckige Blut. Richtig nice. So. Ja, ich muss mal langsam aus dieser Ecke hier raus. Oh, fuck, jetzt habe ich Schaden genommen. Scheiß Motorrad. Viel zu spät gesehen. Boah, wie schnell ist denn der bitte? Okay. Schneller bewegen. Weniger Schaden nehmen oder passives Geld. Wir nehmen passives Geld mal kurz rein. Oh fuck, jetzt habe ich wieder schon Schaden genommen. Fuck. War nicht gut. Oh Gott. Das wird nicht gut enden hier. Okay. Das war mega schlecht. Okay, was haben wir hier? Shotgun pushes enemy back. Das machen wir auch. Tighter spread and more range. Schnell. Wissen, dass wir die Gegner mehr zurückstoßen. Das würde vielleicht ein bisschen mehr helfen. Oh fuck, ich habe den gar nicht gesehen hinter mir. Ach du Scheiße. Gar nicht mehr klar. Oh mein Gott. Wow, ja, ich bin gleich tot. Meine Fresse. So, was haben wir hier noch? Okay. Katana greift irgendwie anders an. Ja, dann probieren wir es mal. So, okay. Stößt mit der Katana sozusagen öfters zu. Oh mein Gott. Ja, okay, ich bin gleich tot. Ja. Wenn ich das jetzt zum Beispiel, also mit, wie gesagt, meiner Meinung nach, zumindest dieses Jahr das beste Bullet Heaven Spiel vergleiche. Es kostet halt auch mehr, logischerweise. Obwohl, wie viel kostet Halls of Torment? Halls of Torment kostet auch nur 5. Ja, Halls of Torment kostet auch nur 5 Euro. Also es kostet gerade mal 2 Euro mehr. Und wenn ich das jetzt miteinander vergleichen würde, kann ich halt nur sagen, man müsste ein bisschen mehr auf der Karte zu tun haben. Das heißt, es ist zwar cool, dass man ganz normal halt levelt,
Das ist überall so, würde ich jetzt mal behaupten. Also bei jedem Bullet Heaven, das ist nichts Besonderes. Das Problem ist eher halt, dass du halt auf der Karte nichts zu tun hast. Also du rennst wirklich die ganze Zeit nur im Kreis. Du hast halt nichts zum Aufheben, außer Erfahrung. Ich weiß natürlich nicht, ob das dann später kommt. Ja, also ich beurteile das nur bis jetzt sozusagen. Also diese 25 Minuten, die ich das jetzt spiele. Das heißt, vielleicht kommt das ja dann später oder so. Oder es ist ja auch noch eine Early Access, darf man auch nicht vergessen. So, aber wie gesagt, ich würde es begrüßen, wenn man auf der Karte ein bisschen was zu tun hätte. Das heißt, irgendwas aufsammeln könnte oder irgendwelche Gegenstände hat. Das finde ich ja zum Beispiel bei Halls of Torment so gut, dass man irgendwelche Gegenstände aufhebt und diese Gegenstände geben dir ja sozusagen auch Buffs. Das heißt, du bist wie in einem RPG, sage ich jetzt mal. Und diese Gegenstände kannst du sogar noch angucken. So, und vor allem sehr viele Waffen miteinander kombinieren. Das heißt, ich würde hier gern auch irgendwelche Fähigkeiten sehen. Keine Ahnung, Bumerang. Achso, hier Bumerang gibt es hier sogar zum Beispiel. Hier als Waffe 70.000. Schneebesen, was haben wir? Angriffsdrohne. Ja, hier, wir kaufen mal das Ding hier. Purchase. So. Wir gehen mal nochmal rein. Und ich finde die Arena auch übelst klein. Haben wir jetzt am Anfang jetzt diese B-Gun? Nee, oder? Nee, haben wir nicht. Na ja, gut, dann probieren wir die Pistole diesmal aus, würde ich sagen. Okay, cool. Auch sehr stark. Oh Gott. Aber stand da nicht irgendwie, man muss die nachladen oder so? Man sieht übrigens auch hier links unten, das ist die 0.82-Version. Das heißt, das Spiel ist jetzt nicht so weit davon entfernt, zur 1.0-Version, also zu der offiziellen Release-Version zu werden. So. Okay. Okay, sehr schön. So, was haben wir? Okay, die Abklingzeit vom Dash weniger. Pistol-Schutz faster. Ja, das hört sich doch gut an. Schießt schneller. So. Ey, wie viele Schüsse braucht denn der? Der Große braucht 4 Schüsse. Ja, das ist nicht wenig. Müssten wir hier alles aufheben. So. Okay, was haben wir hier? Okay, Feuerrate wird erhöht. Das ist auch sehr gut. Was haben wir noch? Passives Gold. Ne, wir nehmen mal die Reichweite, damit wir eine Pistole weiter schießen können. 1, 2, 3. Ja, wir brauchen immer noch 4 Schüsse für den Großen. Okay, nice. So, was haben wir hier? Reichweite. Pistole schießt schneller, größere Projektile, mehr Schaden. Aber ich bewege mich langsamer. Oh Gott, nee, bitte nicht. Ich würde sagen, machen wir mal größere Reichweite. So, was haben wir hier? Shotgun. Nee, wir nehmen mal das hier. Das heißt, wir haben jetzt einfach eine Verbesserung für unseren Revolver. Das ist wirklich sehr hilfreich. So, sammeln wir mal alles ein. Wird uns später auf jeden Fall noch helfen. Okay, nice.
Ich wollte das Spiel schon in der Close Beta testen. Also der Entwickler hat mir den Key für das Spiel schon früher geschickt, aber ich kam irgendwie nicht dazu. Das Spiel ist ja auch erst ein paar Tage alt. Ja, 2 Tage, das ist am 4. Dezember 23 rausgekommen. Aber leider bin ich nicht dazu gekommen. So, was haben wir noch? Das verstehe ich irgendwie nicht. Reduce the Reload Speed for the 6-Shooter. Aber ich habe bisher nicht einmal nachgeladen. Dann machen wir das hier. Die Pistole schießt schneller. Beziehungsweise 2-mal hintereinander. Nicht schneller, sondern einfach 2 Patronen hintereinander. So. Was ich jetzt irgendwie nicht verstehe, was ist jetzt mit dieser B-Gun, die wir haben? Wo ist denn die jetzt? Können wir die später freischalten? Also wenn wir Escape drücken, können wir hier auch alles angucken, was für Buffs wir sozusagen schon freigeschaltet haben. Also Reichweite und der ganze andere Mist. Sage ich jetzt mal so. Und ich finde es sehr schade, dass eine Zeit nicht dasteht. Das fand ich zum Beispiel, wie gesagt, auch ganz immer wieder erwähnen, weil das ist für mich wirklich das beste Bullet Heaven Spiel und das beste Indie-Game 2023. In Halls of Torment steht rechts unten eine Zeit da. Das heißt, man weiß, wie lange man in der Runde ausgehalten hat. Beziehungsweise nachdem man gestorben ist, steht auch mit so einem Fenster, steht halt da, wie lange man ausgehalten hat. So. Ich verstehe es irgendwie nicht. Also eigentlich lädt die Waffe doch nicht nach, oder? Was meinen die damit mit Reload Speed? Also Reload Speed ist ja, also Reloaden ist ja Nachladen. Aber die Waffe lädt ja nicht wirklich nach. Also ich habe, das ist mir bisher nicht aufgefallen zumindest. Engraving gives you a tactical advantage whatsoever. Okay. Okay, noch ein zusätzliches Projektil. Das nehme ich. 3 Projektile gleichzeitig. Das wird jetzt vor allem hilfreich, wenn wir diese größeren Targets wegmachen. Das ist gerade ein sehr schönes Bild, also funktioniert sehr gut. Also im Vergleich zu Katana und vor allem der sehr, sehr schlechten SMG. So, was haben wir noch? Größere Magazine, aber ich bewege mich langsamer. Nee, wir machen mal Genauigkeit und Reichweite. Weil dann können wir Gegner schon von einer viel, viel größeren Reichweite killen. Ja, das ist natürlich jetzt, wie gesagt, verglichen zu den ersten 2 Runden sehr viel einfacher. So. Okay, was haben wir noch? Projektile springen weg. Okay, die kriegen eine größere Penetration, aber fliegen langsamer. Ja, nehmen wir mal. Ja, jetzt werden das langsam ziemlich viele Gegner. Aber wir haben noch sehr viel Schaden. Also eigentlich müssen wir nur die Typen töten, die halt schnell auf uns zurennen. Und um den Rest brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. So, Dash Charge. Wir haben den Dash fast nie benutzt. Pistole schießt schneller. Größere Waffe, größere Projektile. Ja, das nehmen wir mal mit rein. Oh, fuck. Habe ich mich hitten lassen? Ne, ich glaube nicht. Oh Gott. War knapp. So, jetzt müssen wir mal kurz das hier alles clearen. Okay, so, was haben wir noch? Alle Projektile penetrieren noch ein weiteres Ziel. Ja, das hört sich eigentlich gut an. Wenn die einfach durchfliegen durch die Gegner und dann noch mehr Schaden, beziehungsweise Schaden an den hinteren Gegnern machen, die ich vielleicht noch gar nicht sehe. Okay.
So. Boah, wäre das war knapp. Oh, fuck. Jetzt hat er mich erwischt. Weil ich nicht aufgepasst habe. So, okay. Größere Projektile. Penetration. Ja. Penetration hört sich gut an. So. Okay. Oh, nice. Wir haben jetzt noch... Okay, jetzt werden langsam viele Gegner. Hintereinander. Ach, hier, Bigan. That shoots bees. Enough said. Ja, dann machen wir das mal. Okay, also das Gelbe sind die Bienen anscheinend. Oh, nice. Die fliegen dann noch die ganze Zeit rum und machen die Gegner tot. Das ist geil. So. Ja, das macht jetzt langsam Spaß. Also meine Fresse. Verglichen zu den ersten zwei Runden war das ja super öde. Aber jetzt kommt man halt auch weiter. Okay, so, was haben wir noch? Warte mal, aber ist das hier die Bank? Sozusagen? Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, nehme ich jetzt diese 26.000 mit. Ach, hier haben wir übrigens Level 12. Okay, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Weniger Schaden. Ne, wir nehmen mal das hier. Also Schadensreduzierung. Sozusagen. Die Beagle macht aber nicht so viel Damage. Aber ist auch ganz cool. Boah, langsam diese Motorräder, die werden übelst nervig. Also vor allem, wie viele das sind. Sind das gerade neue Gegner? Diese kleinen Fetten, die habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ja, erhöhte Reichweite, das nehmen wir mit rein. Ja, hier, diese Fetten, da sind, glaube ich, neue Gegner, die haben wir vorher noch nicht gesehen. Okay, was haben wir hier? Ja, das nehmen wir. Die Bienen überleben länger und die stechen mehr zu, bevor sie sterben. Scheiß Motorräder. Oh ja, jetzt sind ganz fette da. Die haben wir auch noch nicht gesehen. Hier diese ganz großen. Alter. Ach du Scheiße, größere Motorräder. Okay. Was haben wir hier? Feuerrate ist sehr gut. Bräuchten wir. Okay, B-Shotgun. Und ja, mehr Reichweite, beziehungsweise nee, nicht weniger Reichweite, aber dafür mehr Projektile und ein größerer Spread. Oh Gott, was ist das denn? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Das sieht wie eine fucking Nähstation aus oder so. Von einer Oma oder kein Plan, was das sein soll. Reichweite, okay, was haben wir hier? Penetration. Ne, wir nehmen mal das hier. Oh Gott. So. Oh, meine Fresse. Das gibt's doch nicht. Ja. Okay, weiter geht's. Was haben wir hier? Zusätzliche Bienen. Ja, wir gehen voll auf Bienen. Let's go. Was
soll das sein? Das ist irgendwie so eine, keine Ahnung, irgend so eine Maschine oder sowas? Alter, was? Das Ding ist zwar immer noch nicht down. Oh Gott, die Motorräder. So, es geht weiter. Die ist schneller. Können wir mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ja, geht gut ab. Okay. Okay, nice. Wir haben wieder... Was haben wir? Ja, wir nehmen das Schwert mit. Obwohl, vielleicht hätten wir lieber Dings mitnehmen sollen, weil die Gegner kommen ja kaum an uns ran. Ich dachte jetzt, wenn ich jetzt anfange halt zu sterben. Okay, was haben wir hier noch? Pistole schießt schneller, würde ich sagen. Okay, wird jetzt anscheinend jetzt schwerer. Laut dem Kommentator. Alter, die Motorräder. Übertreib doch. Hey, das sieht schon richtig fett aus, Alter, wenn hier so viele Gegner sind auf dem Bildschirm. Und vor allem, ich muss sagen, also das hält sich stetig auf 60 FPS. Also das Spiel hat gar keine Probleme mit Frame-Abbrüchen. So, okay. Ja. Projektile springen von Gegnern ab. Das geht gut. Nehmen wir. Ach du Scheiße. Alter. So, was haben wir noch? Ja, wir setzen wieder auf Bienen. Finde ich gut. Das ist ja mal ein richtig guter Run. Ja, aber die Pistole ist auch übertrieben stark. Also verglichen zu SMG und Katana. Wohl bemerkt. Scheiße, jetzt nehme ich langsam Schaden. Ich muss ein bisschen mehr... Langsam verliere ich auch irgendwie den Überblick. Okay, so. Ja, Pistole schießt schneller. Am wichtigsten, glaube ich. Also wenn wir das Ziel da oben komplett voll machen. Okay, was haben wir noch? Okay, machen wir das mal. Die ganzen Projektile vom Revolver, die fliegen auch Gegner zu anscheinend. Also halt die in einem Bogen sozusagen fliegen die auch Gegner zu. So. Ach du Scheiße, was ist jetzt?
Ja, okay, Alter. Was ist das denn bitte? Okay, jetzt kommt anscheinend ein Boss. Ach so, und der feuert auch noch Projektile. Fantastisch. Habe ich jetzt irgendwie nicht kommen sehen. Alter. Ach du Scheiße, hat er viel Leben. Ich sehe das erst jetzt, Alter, wie viel Leben dieser Boss hat. Ich habe aber übelst wenig Leben übrig. Also ich selbst, nicht der Boss, aber ich. Ach du Scheiße. Okay, 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 das ist ja übertrieben. Nee, das wird, glaube ich, nicht. Ja. Fuck. Schade. Aber schöne Runde, Level 24. Und Boss habe ich, glaube ich, auch bis zur Hälfte down gemacht. Ah, okay, das heißt, ich habe hier diese. Das ist tatsächlich das Geld. Und man kriegt hier nach dem Game Over, kriegt man 69. Nice. So, das heißt, wir haben insgesamt 276.000 verdient. Nice. Rang 170. Okay. Ja, ja, ja. Danke, danke, danke. Kann ich jetzt weiter, bitte? Hallo? Warum geht das hier nicht weg? Ah, jetzt. So, wir gehen mal in die Lobby. Und gucken mal, was wir hier Schönes gekriegt haben. Das so. Was haben wir hier? Advanced Targeting würde ich nehmen. Das ist, denke ich mal, ganz cool. Angriffsdrohne. Hedgehog, ein Igel. Okay. Achso, hier haben wir andere Musik. Würde ich auch mal nehmen. Einfach mal zum Ausprobieren. Bumerang. Wir machen mal diese Angriffsdrohne. Dann nehmen und dann als letztes nehmen wir Bumerang, wenn ich jetzt nicht. Ach, wir nehmen den Igel, weil ich das witzig finde. Und für 70.000 können. Ja, doch, wir nehmen noch den Bumerang hier mit rein. So, nice. Jetzt wählen wir mal die andere Musik aus. Oh ja, ist auch ganz nett. So, was ist das jetzt noch? Ist das nicht neu? Ah, jetzt können wir nämlich. Okay. Flying Remote Normal Turbo. Was ist denn Turbo? Und Auto-Aim haben wir jetzt freigeschaltet. Das heißt, wir müssen nicht mehr zielen. Das zielt automatisch. Was mit Firing Mode Normal und Turbo gemeint ist, das ist halt die Frage. Das muss man einfach ausprobieren. Activate Advanced Targeting with Right Click. Aha. Okay. Also mit Rechtsklick können wir es ausprobieren. Und das ist entweder Linksklick halten oder halt Linksklick die ganze Zeit drücken. Ja gut, alles klar. So, und hier können wir abspeichern, oder was? Delete all data, wieso das denn? Und wie kann man denn abspeichern? Ich denke mal, das speichert automatisch ab, wenn ich das richtig verstehe. Gut, ich würde sagen, das reicht erstmal fürs erste Anspielen von Blood Dome 99. Ja, was soll ich sagen? Early Access, aber oha. Also für 2,39 € zurzeit finde ich es echt gut gemacht. Wie schon gesagt, und ich kann es immer wieder sagen, nicht im Leben kann man es mit Halls of Torment vergleichen. Das finde ich dann sehr, 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 sehr viel besser, weil es einfach Fähigkeiten gibt, also mehr Fähigkeiten gibt, wie halt, was weiß ich, irgendwelche Stacheln oder Blitze. Die Gegner verhalten sich cleverer. Man hat halt Items, man hat eine bessere Übersicht, wie viel Leben man hat. Also gerade wenn so viele Effekte auf dem Bildschirm sind, wäre es besser, wenn man, wie zum Beispiel in Diablo oder halt auch Halls of Torment, einfach links oder rechts einfach einen großen Orb oder sowas hat und dann halt sieht, wie viel Leben man hat. Und nicht unten unterm Charakter. Das finde ich ein bisschen Quatsch. Denn bei so vielen Gegnern und so vielen Projektilen sieht man meistens eh nicht, wie viel Leben man hat. Deswegen lieber am linken oder rechten Bildschirmrand das haben. Und sonst. Ja, eine Zeit wär nicht schlecht, wenn man halt noch sehen würde, wie viel Zeit man schon verbracht hat. Und dass man auch sehen könnte, okay, so viel Zeit bleibt noch übrig, bis der Boss kommt. Obwohl hier muss man eigentlich nur aufs Geld achten. Das heißt, oben wird ja das Geld hier angezeigt. Und wenn das Geld voll ist, kommt danach auch der Boss.
Das heißt, das ist noch ganz okay, sage ich jetzt mal. Und ja, also ich würde mir schon ein bisschen mehr Farbvariation wünschen. Also ich finde es okay, dass jeder Gegner halt violett ist, aber es wäre auch nicht so bad, wenn die halt auch verschiedene Farben hätten oder sowas. Ich verstehe, dass das Spiel halt unbedingt diesen Style haben will und das ist auch okay so. Aber ja, muss halt nicht unbedingt sein, sagen wir es mal so. Und ich würde es auch ganz cool finden, wenn man schon eine Lobby hat, wie hier zum Beispiel, dass man die Waffen, die man hier in der Vending Machine, also in der, oh Gott, wie heißt denn das auf Deutsch? Oh Gott, naja, hier in diesem Shop, dass man die ausprobieren kann. Das heißt, ein extra Teil hier hinstellen und dann halt wie so eine Waffen, wie nennt sich das halt, Weapon Range, sage ich jetzt mal, also einfach Waffen ausprobieren kann, egal wo, ob das jetzt hier drin ist oder halt in einen extra Bereich reinlaufen muss, damit man einfach weiß, was die Waffen dann bewirken und nicht die erst im Spiel halt ausprobiert. Wäre halt auch ganz cool, aber nicht nötig, sagen wir es mal so. Also das Spiel könnte, wie schon gesagt, sehr, sehr, sehr viel von Halls of Torment abgucken. Und ich weiß, ich habe es oft gesagt, aber das Spiel ist einfach viel zu gut, um da nicht viele Dinge abzukopieren. Sonst für, wie gesagt, diese 2,39 € oder halt später, wenn das Angebot nicht mehr da ist, 2,99 € bin ich vollkommen in Ordnung. Also top, sage ich jetzt mal, für so ein kleines Game und für so einen niedrigen Preis vor allem. Gut, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Blood Dome 99 oder einem anderen Game. Reingehauen.